Es war aus heutiger Sicht die absolut richtige Entscheidung. Ich erinnere mich an ein potenzielles Investment, wo ich nach einer Stunde 20 dem Gründer gesagt habe: Pass auf, ich bin jetzt an der Stelle raus. Es ist wie, ja, so ein bisschen wie eine Droge, ne? So. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Playlist Expertengeschichten. Ich freue mich heute, einen Menschen bei uns begrüßen zu dürfen, der selbst nicht nur Experte in seinem Gebiet ist, sondern auch in der Praxis gezeigt hat, dass er weiß, wovon er spricht, denn er war selbst Unternehmer, hat sein Unternehmen verkauft und arbeitet heute sowohl als Berater und auch Investor. Herzlich willkommen, Holger Janko, schön, dass du heute hier bist. Vielen Dank für die Einladung, sehr gerne. Du hast ja in deiner Biografie eine ganze Menge bewegt. Du stammst auf der einen Seite aus einem klassischen Beamten-Elternhaus, bist dann zur Armee, zur Bundeswehr gegangen, in die Offizierslaufbahn, hast ein Unternehmen gegründet und verkauft und teilst heute dein Wissen. So das als kurzer Spannungsbogen. Und vielleicht beginnen wir damit, dass du vielleicht den Zuhörern, Zuschauern sagst, was andere Menschen heute davon haben, dass es dich gibt. Oha, reicht die Sendezeit? Aber was haben andere Menschen davon? Ich denke, immer wenn du auf jemanden triffst, der über 20 Jahre praktische Erfahrung hat, mit allen Ups und Down, dann ist da immer was dabei, was du dir rausnehmen kannst. Ich habe gerade gestern ein sehr interessantes Telefonat mit einem guten Freund geführt. Das war am Ende fast eine Stunde. Das ist ein sehr renommierter Immobilieninvestor und wir waren uns relativ schnell einig, dass sein Stundenlohn von knapp 600 Euro für ein Coaching im Immobilienbereich mehr als angemessen ist, weil der Coachee eben nicht die eine Stunde bezahlt, sondern weil er eben über 15 Jahre bezahlt, die der Coach eigene Erfahrungen gemacht hat, selber richtig auf die Nase gefallen ist. Und eben diese Fehler teilt, bevor sie ein anderer macht. Und dann denke ich mir, 500 Euro lieber dafür ausgeben, als denselben Fehler mit 5.000 oder 50.000 zu bezahlen. Und an der Stelle denke ich, wann immer du auf jemanden triffst, der wirklich aus der Praxis erzählt, gibt dir der immer irgendwo einen Mehrwert mit. Und diese Praxis hast du ja reichlich bisher ja eingesammelt, Erfahrungen gesammelt in ganz unterschiedlichen Stationen. Vielleicht fangen wir ganz am Anfang an. Deine Mutter, glaube ich, war Lehrerin, dein Vater Polizist, also beide Beamte, und trotzdem hat sich in die Wirtschaft verschlagen. Wie ist das dann abgelaufen und war das förderlich, war das hinderlich, weil man häufig ja so denkt, also Unternehmer muss ja auch Unternehmereltern haben. Bei dir ist ja das Gegenteil. Ja, klassischerweise waren es eben nicht nur meine Eltern, sondern tatsächlich auch Onkel, Tanten, Großeltern, die alle im Bereich der, sag mal, Sozialpädagogik auf der weiblichen Seite angesiedelt waren und im hierarchisch bewaffneten Systemen auf der männlichen Seite, das waren alle Polizisten, Soldaten, Grenzschützer und so weiter. Und tatsächlich war ich der Erste, der da ausgebrochen ist, was freilich überhaupt gar nicht mein Plan war, denn du hast richtig gesagt, ich war ja bei der Bundeswehr. Also als Offizieranwärter für 12 Jahre mit Studium war mein Weg quasi vorbezeichnet, beziehungsweise habe ich den selbst gezeichnet. Und habe dann durch einen, wie ich finde, sehr glücklichen Umstand einen ganz anderen Weg gefunden. Und der Ausgangspunkt war, dass ich für den Weg zur Bundeswehr, mein Weg waren jedes Wochenende 700 Kilometer von der polnischen zur holländischen Grenze, wo ich meine Grundausbildung gemacht habe, musste ich mir ein Auto zulegen und dieses Auto war dann abbezahlt und ich hatte 270 Mark im Monat jetzt mehr zur Verfügung. Und wenn du 20 Jahre alt bist und weißt, dass du im Beamtenstatus jeden Monat wieder fast das Zehnfache aufs Konto kriegst, dann ist es ein relativ leichtes Unterfangen, dieses Geld einfach rauszuhauen. Und da ich ja als Jugendlicher nicht anders war als viele anderen, musste ich mich selbst geißeln und wollte dieses Geld unbedingt beiseite packen, hatte aber überhaupt gar keinen Plan, wie man das am besten macht. Bin zu Banken, war mordsmäßig enttäuscht. Versicherungen haben mir nicht weitergeholfen. Also habe ich angefangen, Zeitungen zu lesen, wie Kapital und Finanzen.
habe da reingeguckt wie eine Sau ins Uhrwerk und nichts verstanden und stand wieder da, wo ich am Anfang stand. Ich würde gerne, weiß aber nicht wie. Und dabei hat mich ein Kamerad beobachtet, hat mich beiseite gezogen und hat mir ein paar Dinge erklärt, die ich in 30 Minuten ganz wunderbar verstanden habe, nämlich wie der Kapitalmarkt funktioniert. Naja, und habe dann festgestellt, dass er ein Unternehmen begleitet, einen ganzheitlichen Ansatz in der Finanzberatung fährt, ungebunden. Und am Ende des Tages, nachdem ich Kunde geworden bin, hat er mich eben angesprochen und ich habe mir die Frage gestellt, was hält dich eigentlich davon ab, wenn du jetzt Spanisch lernen wolltest, müsstest du Zeit investieren, um dein Know-how aufzubauen. Zeit hatte ich neben der Bundeswehr und dann habe ich mir gedacht, kann ja nicht verkehrt sein, sich Wissen in diesem Bereich anzueignen, anstatt immer nur auf jemanden angewiesen zu sein. Und so bin ich den Schritt gegangen, nebenberuflich mir ein kleines Unternehmen aufzubauen. Und an der Stelle muss ich sagen, die meisten Menschen scheuen sich davor, 3 Jahre lang nebenberuflich Zeit zu investieren, haben also dafür keine Geduld, es wachsen zu sehen oder es zu begleiten, haben aber die Geduld, 40 Jahre lang 40 Stunden zu arbeiten für 40% Rente. Und das ist etwas, was schon immer in mir schlummerte, das wollte ich partout nicht. So. Also habe ich angefangen, da Gas zu geben und habe nach relativ schneller Zeit festgestellt, dass ich in der freien Wirtschaft deutlich besser aufgehoben bin, dass ich mit meiner Arbeitskraft, meiner Arbeitszeit und meinem Know-how deutlich mehr erreichen kann und habe dann relativ zeitig mit 21 entschieden, die Bundeswehr ad acta zu legen, was nicht ganz einfach war, aber es hat funktioniert und mich dann voll und ganz auf meine Selbstständigkeit zu stürzen. Meine Eltern waren in der Tat not amused. Am Anfang natürlich Beamtendenken. Am Ende des Tages gab mir aber einen Satz meiner Mutter unglaubliche Stärke mit, die gesagt hat, es ist egal, ob du 3, 13 oder 30 bist. Du bist und bleibst unser Sohn und wir unterstützen dich. Und das ist natürlich, wenn du in dieses Gespräch gehst mit, im Worst Case bricht der Kontakt ab, weil sie damit überhaupt nicht d'accord gehen, dann ist das ja sehr, sehr, sehr herzerwärmend und stärkend und sehr motivierend, gerade wenn man 21, 22 ist. Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, dann kam deine Mutter ja doch auf dich zu und hat dich zumindest familiär unterstützt, aber weniger inhaltlich, oder wie war das genau in deinem Umfeld, Freundeskreis und Familienkreis? Zu der Zeit habe ich in Garz an der Oder gewohnt. Das ist ein ganz kleines Nest, 2200 Einwohner und gefühlt war die Hälfte über 60. Und ich hatte einen ziemlich schweren Autounfall. Das heißt, ich war nicht mehr mobil und hatte auch, sagen wir es mal, phasenweise keinen Führerschein. Ja. Also habe ich mich am Wochenende eben aufs Fahrrad geschwungen, auf das Damenfahrrad meiner Mutter mit meiner Tasche im Anzug und bin eben sozusagen durch die Kleinstadt gefahren, um meine Termine zu machen. Was per se schon mal ein unwohliges Gefühl war. Aber nachdem ich die Katze aus dem Sack gelassen hatte, habe ich die Veränderung in der Kommunikation gemerkt. Das heißt, die Fragen waren nicht mehr zu Hause, wie läuft es beim Bund? Wie kommst du voran? Sondern es drehte sich jetzt eben ums Unternehmen. Ne? Wie laufen die Termine, wie laufen Mitarbeiter, Umsatz und so weiter. Weil sie, ich glaube, gemerkt haben, dass ich mit vollem Herzen dabei war und es mir deutlich mehr Spaß gemacht hat als die Bundeswehr. Ja, also die Unterstützung war jetzt nicht in Form von Empfehlungen oder so, sondern eher moralisch den Rücken stärkend. Wenn ich mal so einen kleinen Zeitsprung machen darf, dann hast du ja dich dann gegen die sichere Anstellung bei der Bundeswehr entschieden, bist dann deinen Weg gegangen in deinem, kann man sagen, Finanzbereich, ja. Hast dann ein großes Team aufgebaut, später viele Niederlassungen, ja. Viele hundert Mitarbeiter und hast dich dann ja auch entschieden, dann eines Tages das Ganze zu verkaufen. Ja. Und wenn du von dem Zeitpunkt an das rückwärts betrachtest, war das heute gesehen eine gute Entscheidung, eine schlechte Entscheidung? Es war aus heutiger Sicht die absolut richtige Entscheidung. Nur mit dem Unterschied, dass wenn ich heute nochmal zurückblicke, ich schon hätte 2 Jahre früher die Reißleine ziehen müssen.
So. Also 2 Jahre vorher. 2 Jahre vorher. 2019 habe ich meinen Exit gemacht und 2017 standen die Anzeichen alle schon, ich sag mal, auf grün, den Exit zu vollziehen. Die ganze Welt um mich herum hat es gewusst und mir versucht zu spiegeln, nur bei mir ist es noch nicht ganz angekommen. So. Okay. Und ich denke heute rückblickend, egal wie, der Zeitpunkt war dann der richtige, weil ich dann eben auch so weit war. Und ich bereue keinen einzigen Tag, diesen Schritt gegangen zu sein. Obschon es am Anfang natürlich ein komisches Gefühl war, ne? Plötzlich die Leute dann nicht mehr da. Du bist in 4 Bundesländern vertreten mit fast 700 Mitarbeitern und dann reißt natürlich irgendwann die Kommunikation ab. Die leben in ihrem Kosmos, ich baue meinen neuen Kosmos auf. Ja. Und aber es, die Menschen, die ganz dicht bei dir sind, die bleiben dann eben auch, ne? Unabhängig von deiner Funktion oder deiner Position. Ich würde sagen, das nennt man dann heute Freunde, die dann da geblieben sind. Und zu deinem neuen Kosmos hätte ich jetzt auch gleich einige Fragen, weil du dich ja entschieden hast, nach dem Verkauf, nach dem Exit aus deinem ersten Unternehmen, dann dich auch weiterzuentwickeln. Du hast ja eine Business-Coach-Ausbildung gemacht, yeah. Gründungsberater-Ausbildung und stehst jetzt auch zur Verfügung, nicht nur als Investor, sondern auch als Business Angel. Was motiviert dich dann oder hat dich motiviert, damals diesen Schritt dann zu gehen? Also nicht einfach sich auf eine ruhige Insel zurückzuziehen und sagen so, Beine hoch, ich da hier werde ich alt. Naja, wenn du über 20 Jahre Vollgas gibst, dann ist eine Vollbremsung eben auch nicht gesund. Also, so wie du sagst, auf die Insel liegen, ich hätte wahrscheinlich keine halbe Stunde ruhig auf der Insel liegen können. Und umtriebig war ich ja schon immer. Und tatsächlich ist es ja im Markt so, wenn du vakant wirst, klingelt plötzlich das Telefon von allen Ecken und Kanten. Und jeder hat irgendwie eine coole Idee und kann dich irgendwie einsetzen. Aber meine Idee war eben herauszufinden, was bringt meine zweite Lebenshälfte mir. So. Und in diesem ganzen, ich sag mal, Gedankenwusel, was dann durchaus auch ein halbes Jahr dauert, bis du dich selbst so ein bisschen positionierst, war es eben so, dass ich schon während meiner aktiven Zeit ja ganz viel im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe. Wenn du 20 Jahre Vertrieb aufbaust, dann arbeitest du mit Menschen. So. Hm. Und irgendwann kommst du an den Punkt, dass du diese Menschen ja entwickeln musst oder du willst sie, ich sag mal, anleiten, sich selbst zu entwickeln. Und nach diversen Schulungen und Zertifikaten ist das eben haften geblieben und ich habe festgestellt, dass ich meine Rolle in dieser Welt gefunden habe, indem ich Menschen inspiriere und befähige, sich ihrer Potenziale bewusst zu werden und diese in Höchstleistung zu wandeln. Das gibt mir also eine unglaubliche Erfüllung. Wenn ich daran denke, dann fällt mir das Aufstehen, egal zu welcher Uhrzeit, überhaupt nicht schwer. So. Also war es folgerichtig, dass ich in diesem Metier geblieben bin und habe natürlich, wenn du so viele Jahre mit Menschen in einem Business arbeitest, sammelst du unfassbar viel Erfahrung. Gerade im Vertrieb, im Bereich Recruiting und Sales ist es dann eben so, dass ich Menschen in den vergangenen 3 Jahren Unternehmen begleiten konnte bei der Optimierung ihrer Prozesse im Bereich Sales, im Bereich Recruiting mit ganz simplen Methoden, die du wahrscheinlich betriebsblind gar nicht siehst. So, und wenn du dann merkst, dass diese Unternehmen, ob nun gestandene Mittelständler oder eben auch Einzelunternehmen als Gründer, in einem Jahr den Umsatz um 20, 30 oder gar 100% steigern, dann gucke ich in den Spiegel und weiß, ich habe genau das Richtige gemacht. So. Und dann ist manchmal natürlich auch die Idee der Gründer, Mensch, kannst du nicht Teil von uns werden? Ne? So. Und da ich mich ja schon seit vielen Jahren mit dem Thema Startups, Gründungen, Begleitungen, Optimierungen beschäftigt habe, das, was heute jeder als Höhle der Löwen kennt, haben wir ja schon vor, ich glaube, 4, 5 Jahren den Centurio Club gegründet, mit der Idee eben in der Hauptsache junge Gründer, Startups mit Investoren zu matchen. Mhm. Ganz häufig ist es so, dass eben eine Idee nicht finanzierbar ist durch Banken oder Fördermittelgeber oder Jobcenter, Arbeitsamt, was auch immer. Und die brauchen dann Investoren. Und ein Investor hat natürlich gewisse Anforderungen. Mhm. So. Und den Gründern dabei zu helfen,
ich sag mal, einen guten Pitch zu landen, das ist eben eine Aufgabe von mir und am Ende des Tages auch die Funktion der, ich sag mal, perspektivischen Matching-Plattform Centurio Club, wo wir eben genau, ich sag mal, die Höhle der Löwen abbilden. Ja? So. Und in diesem Zuge, wenn du eben viele Gründer berätst und mit deiner Brille der Prozessoptimierung raufguckst, und ich bin zu großen Teilen ein sehr analytischer Mensch, und wenn ich dann immer so auf diese sonnengelb verstrahlten Gründer mit unfassbar großen Visionen stoße und dann zwei, drei unangenehme faktische Fragen stelle, dann kommen die ins Schwimmen. So, und dann lässt du die nicht auflaufen, sondern bietest Hilfestellung. Und so kam es denn, dass das eine oder andere Investment von mir eben darauf basierte, dass die eben nicht nur Kapital, sondern eben auch Know-how brauchten. Und wenn man sich dann irgendwann einig ist, wie viel Prozent der Unternehmensanteile bekomme ich dann eben für Geld oder für Know-how und Zeit, dann macht es schon Spaß und beide Seiten sind ganz stark daran interessiert, dass eben die eingesetzte Zeit so performt oder in Performance kommt, dass am Ende des Tages auch die Zahlen passen. Genau. Also es ist dabei geblieben, ich gebe mein Wissen in welcher Form auch immer weiter, ja, auch als Coaching-Mandat, aber in aller Regel als Prozessbegleiter. Und wenn du dann beobachtest, dass es funktioniert, ist das schon, fetzt schon. Jetzt bist du ja nicht nur Berater, sondern ja selbst auch Investor und auch häufig in der Regel der Moderator von diesen Investoren, diesen Pitch-Runden. Ja. Da hast du also eine ganze Reihe von Startups, Pitch-Decks und Geschäftsmodellen und Beteiligungsmodellen oder Anfragen ja schon gesehen. Was ist denn deiner Meinung nach jetzt im Überblick oder sind deiner Meinung nach die größten Fehler, die Startups in der Regel machen? Also diese Frage ist eine gute Frage. Die haben wir uns schon einmal ganz doll auf den Zettel genommen und haben dafür tatsächlich auch das eine oder andere Video gedreht. Das heißt, derjenige, der sich über den Centurio Club anmeldet und sich dort registriert, um eben regelmäßig den Content zu kriegen, der hat eben auch die Möglichkeit, in ausführlichen Videos und PDFs sich ganz genau in diese, ich sag mal, To-Dos oder No-Gos einzulesen. Was natürlich unglaublich gut ist für die Vorbereitung auf einen Pitch, sowohl auf Gründerseite als auch auf Investorenseite. Denn es gibt ja nicht nur gestandene Investoren, sondern auch sozusagen Ersttäter, die eben auch nicht wissen, wie macht man eine Unternehmensbewertung. Aber um deine Frage zu beantworten, größte Fehler, ich glaube, ein ganz großer Fehler ist, dass Startups sich überhaupt gar nicht darüber Gedanken machen, welche Art von Investor wollen sie eigentlich? Wollen sie einen reinen Finanzinvestor, der Kohle gibt und sagt, lass mich in Ruhe, irgendwann will ich meinen Exit? Oder suchen sie einen strategischen Investor, wo man sagt, so perspektivisch kann man da Synergien bilden? Oder der klassische Business Angel, der eben nicht nur mit Geld, sondern auch mit Know-how und Arbeitsleistung kommt. Ja. Und diese Investorengruppen haben natürlich verschiedene Ansprüche. Und wenn du nicht klar bist, was du willst, dann hast du wahrscheinlich keine Chance, gut zu pitchen. So. Das zweite, mindestens genauso schlimme Thema, was ich ganz persönlich in diesen Pitchabenden und Gesprächen erlebt habe, ist, dass die Gründer sich in der Regel nicht der Tatsache bewusst sind, wie sie ihre eigene Unternehmensbewertung machen und entsprechend auch ein Deal-Angebot formulieren. Also wie viel Geld hätte ich gerne oder Arbeitsleistung, Know-how für wie viel Prozent der Unternehmensanteile. Und wenn du da schwimmst und sagst, ja, können wir darüber reden, mach mal einen Vorschlag, dann zeugt das nicht unbedingt davon, dass die sich ihrer selbst bewusst sind und, ich sag mal, überzeugt sind von dem Geschäftsmodell oder dem Produkt, was sie anbieten. Das sind so, würde ich sagen, so zwei Hauptfehler, die die Gründer machen, neben manchmal einem sehr gefährlichen Halbwissen im Businessplan und sehr oberflächlichen Finanzplan. Wenn man zwei, drei Fragen stellt, die tiefer gehen und die Gründer dann schwimmen, dann weißt du, dass die keine professionelle Hilfe hatten von eben einer Wirtschaftsagentur, die das einen ganzen Tag macht und Gründer eben berät im Bereich Finanzplan, Businessplan. Ja, jetzt ist es ja so, dass du da, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Menge kostenlosen Content für Startups zur Verfügung stellst
Und das können dann die Startup, die Interessierten dann über centurium-club.com nutzen und sich dort anmelden. Ist das so richtig, oder? Ja, Sie können auf die Seite gehen und da natürlich rumstöbern und dann gibt es den Bereich eben für Startups, für Investoren, / die Arena. Da sind dann eben auch die Termine drauf. Ja. Ein Teil des Contents ist in der Tat kostenfrei. Am Ende des Tages muss man allerdings sagen, Know-how ist eben wertvoll und für einen ziemlich schmalen Taler, wie ich finde, kann man sich dann das komplette Programm, den kompletten Videokurs einmal runterladen und dann entsprechend auch vielleicht seinen eigenen Pitch mal anpassen, überarbeiten und vielleicht den Hinweis ernst zu nehmen, das auch mal vor der Kamera zu üben, ja, um zu wissen, okay, ich habe 8 Minuten, ich rede jetzt aber schon 20 und bin gerade fertig mit meiner eigenen Vorstellung. Das passt dann nicht, ne? So, ja. Wenn an so einem Abend 3, 4, 5 Pitches stattfinden und der Investor sich entscheiden muss, mit wem gehe ich jetzt den nächsten Schritt, dann kommt es eben nicht nur auf das Businessmodell an, sondern auch auf die Performance der Gründer. Ja, aber ist alles auf der Seite, kann man sich sozusagen zu Gemüte führen. Super. Das bedeutet also, direkt unter dem Video im Text findest du den Link zur Centurio Arena bzw. zum Centurio Club. Dort kannst du dich anmelden und dann den Free Content zur Verfügung stellen. Jetzt habe ich noch eine weitere Frage, weil du ja nicht nur Startups berätst, sondern selbst ja auch als Investor Beteiligung suchst und auch beteiligt hast. Was ist denn für dich aus der Sicht des Investors so das ideale Projekt oder Vorhaben, wo du sagst, ja, da gehen einem die Herzen auf, da kann man sich ja kaum noch zurückhalten, um zu investieren? Mir fällt an dieser Stelle sofort ein Buch ein, und zwar von Jim Collins. Und das heißt Der Weg zu den Besten. Und der hat einen Satz, der ist eingebrannt und den ich aus der Praxis tatsächlich auch sagen kann, das passt 1:1. Ganz simpler Satz, erst wer und dann was. Es ist also wahnsinnig entscheidend, wie das Gründerteam aufgestellt ist. Habe ich 4 fachliche Nerds, die unfassbar gut in der Programmierung sind, mag das Produkt exzellent sein, aber dann weiß ich, dass das Businessmodell wahrscheinlich nicht aufgeht, weil keiner von denen Marketing, Vertrieb oder die kaufmännischen Komponenten kann. Also auf Deutsch, das Team, was dort sozusagen auftritt, das muss aufeinander abgestimmt sein und im Zweifel muss klar sein, dass man sich Expertisen, die man nicht hat, irgendwo extern holt. So. Also ein ausschlaggebender Faktor ist immer der Mensch, weil am Ende des Tages, ob du nun als Investor nur manchmal mit dem Gründer unterwegs bist oder eben häufiger, da muss auch die Chemie stimmen. Ich erinnere mich an ein potenzielles Investment, wo ich nach 1:20 dem Gründer gesagt habe, pass auf, ich bin jetzt an der Stelle raus. Wenn du nicht in der Lage bist, mich ausreden zu lassen und während ich rede schon deinen Satz formulierst, ohne zuzuhören, dann werden wir nie miteinander arbeiten können, weil wir beide mal kurz davor sind, dass uns die Hutkrempe platzt. Und das war ein tolles Produkt, tolles Geschäftsmodell, aber ich wusste, ich kann mit dem nicht arbeiten. Ja, also am Ende muss auch die Chemie stimmen. Und dann ist es natürlich so, dass du in der heutigen Zeit neben dem Team ein Geschäftsmodell brauchst, was bestenfalls automatisiert skalierbar ist, wo du wenig abhängig von Personal bist, was immer ein ziemlich großer Kostenblock ist. Würde ich sagen, das sind so die Hauptkomponenten, auf die ich achte. Verstehe. Ja, ich habe vielleicht noch anschließend, ich habe ein Investment in die Smart Business Group. Die sind also im Bereich Promotion, Networking, Coaching, im Beauty-Bereich unterwegs. Also wenn du im KDW oder im Alsterhaus da eine Promotion-Aktion siehst, sehr wahrscheinlich haben die Mädels sozusagen das Ding organisiert und die Promoter gestellt. Ist natürlich überhaupt gar nicht meine Richtung, habe ich fachlich überhaupt gar keinen Plan von, aber ich kenne Ina eben schon über 25 Jahre und weiß, wie die funktioniert und wie sie tickt und was sie für ein Engagement hat. Und von daher war für mich völlig klar, ich habe keine Ahnung vom Produkt und im Beauty-Networking bin ich, glaube ich, auch falsch aufgehoben. Und dennoch kann ich meine Expertise mit reinbringen und habe dort eben mein Investment gestartet. Nicht nur mit Know-how, sondern auch mit Kapital. Und muss sagen, bis zum heutigen Tage war das ein ganz, ganz tolles Investment. Also es macht richtig viel Spaß, mit diesen beiden Ladies zu arbeiten. Okay. Das heißt, du hast sowohl gute, positive als auch negative Erfahrungen als Investor schon gemacht. Habe ich, genau.
Genau wie auch die Erfahrung, also ich bin nicht nur als Investor, ich habe ja auch ein paar Ideen und Menschen um mich herum haben Ideen und es gibt eben, na, erst wer, dann was, gibt es eben ein kleines Team von Menschen. Wir sind, glaube ich, seit 2,5 Jahren am Rumskribbeln und haben schon 2, 3 Ideen verworfen, einfach aus rationalen Gründen. Und sind stand aktuell immer noch an einer Idee dran, die sich tatsächlich, so zeichnet es sich ab, verwirklichen lässt. Kann ich aber noch nicht drüber reden. Genau. Verstehe. Na, so. Gut. Also es heißt nicht, dass meine Gründungen abgeschlossen sind und da nicht nochmal eine Idee verwirklicht wird. Ne? So, es ist wie, ja, so ein bisschen wie eine Droge. Ne? So. Neue starten. Ja. Genau. Jetzt hast du ja eine ganze Reihe in deiner, sag mal, Biografie schon hinter dir gelassen, hast sicherlich auch viele Erfahrungen gemacht, die teilweise gut, teilweise schlecht waren. Was waren denn so die Erfahrungswerte, wo du gesagt hast, das hat dich unternehmerisch, menschlich oder als Investor, auch im Bereich finanzielle Bildung generell, was hat dich da am meisten vorangebracht? Weil selten sind es ja die Erfolge, wo wir dann vom Spiegel stehen und sagen, hurra, ich habe gelernt. Meistens sind es ja die Krisen, die Täler, die wir durchlaufen, wo wir ganz unten am Boden langschrappen. Tja, und davon gab es einige. Unser menschliches Gehirn funktioniert ja so, dass du das, was echt schlimm war, echt in der Lage bist, auszublenden und zu verdrängen. Hm. Also, ich weiß nicht, wir beide haben noch keine Geburt miterlebt, aber manche Frauen haben ja wirklich, wirklich Stress damit. Und wenn die das 1:1 behalten würden, was da passiert ist an Schmerzen und an, ich weiß nicht, Dauer, die man da liegt und ich weiß nicht was, dann würde ja keine Frau ein zweites Kind haben wollen. Ne? Also ist es, glaube ich, so, dass das Hirn eine gute Funktion hat, die ganz schlimmen Dinge zu verdrängen. Hm. Und ich müsste sagen, Krisen, ja, wo habe ich am meisten gelernt? Was ist jetzt in 25 Jahren zu graben? Ich glaube, alles, was materiell ist, tut weh, Daniel. Wenn plötzlich das Finanzamt kommt und sagt, ach übrigens, du hast auf etwas nicht geachtet und wir hätten jetzt gerne von dir und du denkst dir, okay, jetzt reicht nicht mal mehr der Kit, den du in den Fugen hast, den du fressen kannst, insbesondere wenn du eine Familie zu ernähren hast, dann ist es eben aber am Ende des Tages nur Geld. Was für mich deutlich schlimmer wiegt, ist eben das Thema menschliche Enttäuschung. Ja? Ich denke, du tust gut daran, wenn du sagst, ich lebe von Erinnerungen, aber ich lasse mich nicht davon beeinflussen. Hm. Also die Erinnerungen prägen nicht meine Zukunft. Menschlich muss ich sagen, entweder ist jeder Mensch, der in dein Leben tritt, ein Test, ein Training, eine Lehre oder ein Geschenk. Hm. Manche Menschen vereinbaren mehrere dieser Dinge in sich, was total schön ist. Und den wahren Charakter eines Menschen, denke ich, wirst du auch nicht beim ersten Treffen sehen, sondern beim letzten oder beim vermeintlich letzten. Und immer wenn es dann eben eine Lehre war, dann war das in dem Moment ganz schlimm, weil die persönliche Enttäuschung auf fachlicher oder menschlicher Ebene, die schwingt mit. Na, du bist kein Roboter, du kannst dich an- ausschalten. Das geht eben mit, du machst dir Gedanken, du zweifelst an dir selbst, überlegst, was hättest du anders machen können, bist vielleicht noch mit Emotionen geladen, Wut, Aggression, Angst, und dann bist du ja eh nicht handlungsfähig. So, du bist gelähmt und speicherst natürlich ab. Das ist ein Resonanzerlebnis, wenn dir jemand, mit dem du 10, 15 Jahre arbeitest, eiskalt ins Gesicht lügt oder dich irgendwie in eine Position rückt, wo du denkst, bist du gestern Nacht vom Blitz getroffen worden oder hast du Schatten auf dem Röntgenbild? Also ich verstehe es einfach nicht. Ein Charakterzug, den du nicht gekannt hast, dann sitzt es schon tief. Und wenn du dann mit Abstand diese Situation betrachtest, dann bin ich heute in der Lage,
tatsächlich ein Großteil von Wehmut, Trauer, Wut einzutauschen gegen Dankbarkeit. Dankbar dafür, dass ich lernen konnte, meine Schlüsse daraus ziehen konnte. Und Dankbarkeit ist ja ein scharfes Schwert. Wer dankbar ist, der kann nicht wütend sein. Hm. Wer dankbar ist, der kann nicht aggressiv sein. Und ich finde, so echte gefühlte Dankbarkeit ist wie so eine Reinigungstablette für die Seele. Ja, also das ist so, es lässt sich dann eben auch alles leichter ertragen und von außen betrachten. So. Hm. Ich glaube, das musst du auch machen, weil der Mensch, der dir nach dieser Enttäuschung begegnet, der weiß nichts von deinem Erlebnis vorher. Hm. Und im Vertrieb habe ich immer gesagt, der Nächste, der kommt, der weiß nicht, was gewesen ist. Also du musst dich wieder hinlegen, du musst wieder die Beine breit machen und alles geben. Hm. Nicht wissend, ob du wieder, darf ich das sagen, in die Eier getreten kriegst, oder ob es diesmal die Erfüllung schlechthin wird. Hm. Und da ist es, glaube ich, gerade im Kontext mit Menschen sehr schwierig, die Emotionen bei sich zu behalten und zu sagen, ich gehe völlig voreingenommen wieder in die Situation, ich gebe wieder alles auf die Gefahr hin, dass du enttäuscht wirst. Hm. Jetzt habe ich dich vorhin ja auch sagen hören bei dem einen Startup-Unternehmer, dass der dich regelmäßig unterbrochen hat, was ja kommunikationsbasierend zu dem Bereich der Soft Skills so ein bisschen zu zählen ist, also kommunikative Kompetenz, ja, aktives Zuhören, Paraphrase etc. Was würdest du dann jetzt sagen, sowohl aus deiner eigenen unternehmerischen Erfahrung als auch der des Investors Business Angels, was würdest du sagen, wie wichtig ist diese Kernkompetenz oder sind überhaupt Soft Skills als Unternehmer zu betrachten? Ist das eher ganz wichtig, weniger wichtig, wichtiger als, ich habe so ein bisschen ja gehört, das scheint ja wichtiger gewesen zu sein als das Geschäftsmodell sogar. Naja, ich würde sagen, hinter jedem Geschäftsmodell steht eben auch ein Mensch. Und selbst wenn es nur der Mensch ist, der den Algorithmus macht, der das Geschäftsmodell zum Laufen bringt, ist es am Ende des Tages aber immer noch ein Gegenüber, mit dem du sprichst. Und es ist kein Roboter. Das heißt, so Themen wie Kommunikation, also für mich sind das Selbstverständlichkeiten. Ich komme aus einem Elternhaus, wo man sich hat ausreden lassen. Ja, so. Und wenn du denn, du sollst zuhören. Ja, zuhören ist das eine. Ich würde heute einen Schritt weitergehen und sagen, hör mal hin. Mhm. Also nicht nur zuhören, sondern auch hinhören. Denn hinter jedem Gesagten steckt ja möglicherweise auch eine versteckte Botschaft. Ja? Mhm. Wenn dir jemand sagt, ich muss da nochmal drüber nachdenken oder ich muss da nochmal drüber schlafen, was heißt denn das eigentlich? Ja, ist der jetzt müde und muss der schlafen oder verspürt er noch Unsicherheit, traut sich aber nicht zu sagen, du, ich trau dir nicht. Ja? Von wem würden wir eher ein Auto kaufen? Von jemandem, wo wir sagen, ich glaube dir, aber ich trau dir nicht? Oder ich habe keine Ahnung von dem, was du sagst, aber du bist echt ein cooler Typ, dir vertraue ich. So. Und ein Gründer, ein Startup, ist ja ein Verkäufer, entweder seiner selbst, einer Dienstleistung, eines Produktes. Und da muss dann eben die Vertrauensebene gegenüber auch dem Investor stimmen. Und der Investor muss natürlich ein gutes Gefühl haben, wissend, es ist vielleicht Risikokapital, ja, es kann weg sein. Und dennoch ist ja keiner in der Lage oder in der Situation, also ich kenne jedenfalls keinen, selbst 6-, 7-, 8-stellig vermögend, der dann sagt, naja, mir doch Latte, dann versenke ich halt eine 500.000. Ja? Also das Bild von finanziell unabhängigen Menschen, was gezeichnet wird, gleicht ja meistens irgendwie den Geistens. Ja? Du stehst da und schiebst die Scheine durch die Hand, trinkst den ganzen Tag Shampoos auf der Yacht. Das ist es ja nicht. Die meisten wirklich wohlhabenden Menschen erkennst du gar nicht, weil sie relativ normal sind. Sie sind halt deutlich entspannter. So. Aber dadurch, dass wir eben mit Menschen arbeiten, sind diese Soft Skills, die du angesprochen hast, Werte und Moral deutlich höher anzusiedeln als Fachwissen aus meiner Sicht. Jetzt ist es ja so, dass du glücklicherweise auch bei der X-Group mit im Beraterteam bist und da Schwerpunktthemen hast. Das eine ist ja Vorbereitung, Erstellung und die Performance eines Pitch-Decks und das andere sind auch Vertrieb und Verkaufsgespräche. Was würdest du denn so sagen, was Gründer-Startups bei dir bekommen, wo du sagst, dass da ist dein
Schwerpunkt und da hast du auch gewisse, ich nenne es mal Alleinstellungs- oder Abgrenzungsmerkmale durch deine Erfahrung. Also, aus dem Vertrieb kommend, 20 Jahre agierend und zwar nicht irgendwo in eine Funktion oben eingesetzt, sondern wirklich von der Pike auf alles gelernt. Und zum Lernen gehört eben aufs Fressbrett und wieder aufstehen, bestenfalls den Fehler nicht nochmal machen und diese Erfahrung weitertragen bis ins Top-Management, wo du dann eben ganz andere Themen hast als den ordinären Verkauf. So. Gesehen ganz viele Gründer, gesehen ganz viele Investoren und natürlich im Netzwerk auch präsent, meine ich von mir zu behaupten, ich weiß, worauf es ankommt, wenn man ein Pitch-Deck gestaltet. Wenn man weiß, welche Art von Investor möchte ich, vor welchem Forum, vor welchem Gremium präsentiere ich oder lade ich einfach nur irgendwo auf einer Seite hoch und hoffe, fire and forget, ich kriege ein Feedback. Das heißt, ich bin schon in der Lage, mich in beide Seiten, Gründer und Investor, hineinzudenken, diesen Blickwinkel einzunehmen. Und eine ganz große Stärke von mir, behaupte ich, ist die Art der nutzenorientierten Kommunikation. Also die Übersetzung von, was machen wir hier einfach? Ganz simpel ist es eben so, also in diesen Beratungen, eines meiner Lieblingsbeispiele, wenn du eine Bohrmaschine im Baumarkt kaufst, dann kannst du dir die ganzen technischen Daten angucken und Details und beleuchtet und Staubsauger dran und selbst in der Luft schwebend, was auch immer. Am Ende des Tages kaufst du das Loch in der Wand. Und wenn du das weißt oder noch einen Schritt weiter gehst und sagst, du kaufst das Bild an der Wand, mit dem du etwas verbindest. Ob das ein auf Leinwand gedrucktes Urlaubsfoto ist, wo jedes Mal, wenn du an die Wand guckst, dich an diesen Urlaub erinnerst, dann kaufst du eben genau diese Emotion, wenn du in den Baumarkt gehst und eine Bohrmaschine kaufst. Und diese Art der Übersetzung fällt den meisten Gründern unfassbar schwer, weil sie eben auch nicht gelernt haben zu gucken, wer ist meine Zielgruppe? Rede ich gerade mit dem Endkunden? Rede ich mit dem Geschäftsführer? Denn den interessiert meistens was anderes als den Mitarbeiter. Und dort die Balance zu finden, zu gucken, worauf kommt es jetzt im Transport der Informationen an und wie bereitest du die intelligent auf, dass der Zuhörer oder der Leser auch bei dir bleibt? Das ist, glaube ich, etwas, was ich bislang, fragen wir die Gründer, ganz gut gemacht habe. Jetzt gibt es ja noch einige Zahlen. Wenn es für dich okay ist, würde ich die kurz abfragen. Und zwar, kannst du so Pi mal Daumen sagen, so wie viele Präsentationen, Verkaufsgespräche du selbst geführt hast, wie viele Rekrutierungsgespräche du geführt hast und wie viele Menschen ja, du geführt und eingearbeitet hast? Einfach mal, um damit andere auch so eine Vorstellung bekommen, wann. Nein, kann ich nicht. Ich würde jetzt mal überlegen. Also nach knapp 20 Jahren war das Team nicht ganz 700 Mitarbeiter groß, die da waren und da Waffen waren. Im Vertrieb hast du über die Jahre eine Fluktuationsquote. Die wurde späterhin immer besser, weil je mehr du lernst, desto besser wirst du eben auch im Umgang mit Menschen, im Erkennen von Bedürfnissen. Weniger als 1000 mehr. Alle Zahlen würde ich garantiert im weit, weit vierstelligen Bereich einsetzen. So. Menschen, die bei dir am Tisch sitzen, wo du sagst, wir passen gut zusammen, wir gehen einen Schritt weiter oder eben auch lernst zu sagen, du bist ganz toll, aber deine Präferenzen sind bei uns nicht richtig eingesetzt. Also demjenigen wertschätzend zu sagen, dass er nicht passt, ist auch eine hohe Kunst. Es waren Tausende von Gesprächen. Es waren, ja, also sowohl Verkaufsgespräche, wenn du selber on Tour bist, als auch Begleitungstermine bei jungen Mitarbeitern, Einarbeitungstermine. Vielleicht waren es auch fünfstellig. Ich vermag das nicht zu beurteilen, aber es ist, waren viele, viele, viele Tausend. Und vielleicht jetzt von unserer Seite auch so die letzte Frage. Was hat dich dann am meisten dann nach vorne gebracht im Umgang mit Menschen? Also wenn du regelmäßige Termine hattest, dann kann man ja schon sagen, dass du eine Art Menschenspezialist auch geworden bist durch diese vielen Erfahrungen, die du gemacht hast. Aber was hat dich da am meisten nach vorne gemacht? War es eine große Sache? Waren es viele kleine Sachen? Ein steter Tropfen hüllt den Stein. Und
wenn du anfängst, dich selbst zu reflektieren, also wirklich dich zu reflektieren, das Geschehene in dem Moment zu reflektieren, und die Offenheit entwickelst, wirklich dir selbst auch Fehler einzugestehen. Mhm. An welcher Stelle hast du überpaced? An welcher Stelle warst du ungeduldig? Ich glaube, Gandhi war es, der gesagt hat, wenn du Recht hast, wie hat er sich ausgedrückt, wenn du im Recht bist, kannst du es dir leisten, Ruhe zu bewahren. Und wenn du im Unrecht bist, kannst du es dir nicht leisten, sie zu verlieren. Hm. Ja? Und mit jedem Gespräch, was funktioniert hat, speicherst du ab, was war gut. Das macht dich besser. Hm. Mit jedem Gespräch, was nicht so erfolgreich war, wie du es dir gerne gewünscht hättest, speicherst du auch ab, bestenfalls. Was hat nicht geklappt, was kann ich ändern? Und wenn du dann, ich sag mal, die Veränderung annimmst und umsetzt, dann macht dich das eben Stück für Stück besser. Keiner hat so gemacht oder ich bin morgens aufgewacht und gesagt, so, jetzt bin ich fertig oder jetzt ist Level 2. Ne? So. Ich glaube, es ist ein schleichender Prozess, den du rückblickend immer erst erkennst. Gespiegelt vielleicht durch andere in dem Moment oder kurze Zeit später, aber so richtig verinnerlicht erst deutlich später. Okay, also eher das Prinzip konstant lernen und wachsen. Immer, immer. Es ist ja geschäftlich genauso wie auch privat. Du bist ja auch nicht, gehst in eine Beziehung und es ist fertig und hält für die Ewigkeit, dass du nicht dran arbeiten musst. Das ist eben auch dort ein Prozess. So wie das ganze Leben im Sport, im Business. Ich glaube, es unterscheidet sich nicht so unbedingt. Die Frage ist nur, wie sehr möchtest du selbst vorankommen und wirklich besser werden, intrinsisch besser werden. Dann geht jetzt meine letzte Frage an dich hinsichtlich der Centurio Arena nochmal. Die findet ja regelmäßig inzwischen nicht nur offline präsent in Berlin, sondern auch online statt. Ja. Und das jetzt in regelmäßigen Abständen immer häufiger. Was würdest du denn unseren Zuschauern und Zuhörern sagen? Für wen ist die Centurio Arena am besten geeignet? Also was sind so die Startups, wo die Investoren, die dort sind, die Business Angels sich am meisten darauf freuen? Also auf der Startup-Seite sind es garantiert Geschäftsmodelle, die einfach nachvollziehbar sind, die, was ich auch persönlich sehr, sehr wichtig finde, einen hohen gesellschaftlichen Nutzen mitbringen. Modelle, die skalierbar sind, also nachvollziehbar sind und möglichst wenig Schwachstellen aufweisen, wie eben, weiß ich nicht, eine große Personaldecke, die in einer Pandemie einfach mal dazu führt, dass die Firma pleite geht. So. Vom Kapitalbedarf her hatten wir schon alles, vom ich brauche 10.000 bis hin zu ich hätte gerne 5 Millionen. Da ist also alles dabei. Ja. Die Startups sollten sich der Tatsache bewusst sein, dass natürlich auch der Club sich mit der Organisation finanzieren muss. Das heißt, auch hier ist ein kleiner Teil einer Investition notwendig. Was ich glaube aber völlig normal ist, wenn ich irgendwo eine Leistung einkaufe, dann muss ich auch bereit sein, dafür was zu geben. Und auf der Investorenseite ist es eben so, dass sowohl gestandene Profis mit einem eigenen Investportfolio gerne willkommen sind, und die ganze Community mit ihrer Expertise und ihrem Netzwerk bereichern, als auch denjenigen, der, ich habe es vorhin, glaube ich, schon gesagt, der sich als Ersttäter versucht, dem wir natürlich über diese Videos eine Art Grundkurs geben, was beim Investieren zu beachten ist. Wir geben natürlich Hilfestellung, wenn es da jemanden gibt, der sagt, ich würde gerne, ich traue mich aber noch nicht, hilf mir mal, sind wir dabei. Und bieten auch für beide Seiten, für Startups und für Investoren, ich sag mal so eine Art Einzelcoaching über die Grundausbildung hinausgehend an, dass man sich langsam zum Profi entwickeln kann. Also im Grunde genommen gibt es keine Beschränkungen außer Waffen, Alkohol, Drogen. Also das lassen wir mal außen vor. Die schwarze Liste dann. Die schwarze Liste, genau. Sehr schön. Ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass du heute hier warst und an deinem Wissen und auch Erfahrungen hast teilhaben lassen, auch den aktuellen Projekten. Und du kannst jetzt gerne, wenn du mehr zum Centurio Club wissen willst oder du selbst Startup bist auf der Suche nach
Risikokapitalgebern oder wenn du Investor bist und Lust hast, dich zu beteiligen, einzubringen, dann kannst du gerne auf die Links unterhalb des Videos im Text klicken, direkt auf Centurio Club und dich dann bei der Arena dort anmelden oder bewerben. Ansonsten, wenn du Unterstützung brauchst, auch von Holger im Bereich jetzt des Pitch-Decks-Trainings, Verkaufs-, Vertriebsprozesse, dann bist du auch eingeladen, unterhalb des Videos auf einen Link zu klicken. Gerne kannst du über die X-Group ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren und gerne prüfen wir, ob und wie wir dir weiterhelfen können. Und ich wünsche dir jetzt auch viel Erfolg bei deinem Vorhaben, bei deinem Projekt. Auch wenn deine Eltern beide angestellt, also Beamte waren, kann aus dir ein Unternehmer werden. Das hat uns Holger wunderbar heute mitgeteilt. Und vergiss nicht jetzt, das Video zu liken, gerne zu teilen, den Kanal zu abonnieren und ganz wichtig, unten noch auf die Glocke zu drücken. Dann wirst du auch weiterhin über unsere Beiträge informiert. Und ich wünsche dir viel Erfolg. Dein Daniel Schäfer und Holger Jankow.